Haruki Murakami, Gefährliche Geliebte, ein tatsächlich japanischer Roman. Ja, das Erste, was man sagen kann, wenn es die japanischen Namen und den japanischen Autor nicht gäbe, müsste man nicht zwangsläufig wissen, dass es ein japanischer Roman ist. Es ist ein ganz normaler Großstadtroman. Es ist ein Roman über eine erste Liebe und über eine letzte Liebe. Es ist ein Roman über einen jungen Mann, der Literatur studiert und damit nichts werden kann, der dann eine Frau kennenlernt, die einen reichen, wohl auch etwas korrupten Vater hat, der ihm ein paar Nachtlokale hinstellt, die er glänzend betreut, wunderbare Cocktails ausschenkt. Und dann passiert ihm Folgendes, er ist 37 Jahre alt, er trifft seine erste Liebe, die er mit 12 Jahren in der Schule kennengelernt hat, ein leicht hinkendes Mädchen, die er verliert, ohne sie je näher gehabt zu haben, von der aber sein Leben lang träumt, wie man von der Jugend träumt. Und in diesem Älterwerden und in diesem Gewöhnlichwerden träumt er sie sich zu einer großen Sehnsucht empor und trifft sie dann wirklich wieder. Und diese Begegnung ist auch eine Art Begegnung mit dem Tod, mit dem Chaos. Die Jugendliebe würde ihn aus dieser Ordnung rauslenken, rausschleudern. Und damit endet das Buch. Das Buch, der Autor ist über einen Chandler-Übersetzer. Und deshalb spielt das Buch auch vorwiegend in Bars mit Cocktails. Es hat diese Chandlersche Wehmut. Es ist ein Kriminalroman ohne Kriminalhandlung, weil die Kriminalmotive verlaufen alle blind ins Leere. Und es ist ein Buch, das zeigt, dass es inzwischen eine Weltkultur gibt, die in Tokio nicht anders ist als in Berlin, in New York, in Los Angeles oder Paris. Frau Löffler. Ich würde für dieses Buch, einfach für diese Sendung, einen Platzverweis aussprechen und würde sagen, das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food. Gut. Fast Food? Fast Food. Aha. McDonald's, aber kein Drei-Stern-Lokal. Ja, ja. Und zwar deshalb, weil die Geschichte überhaupt keine Sprache hat. Jetzt mag es sein, dass das mit der Übersetzung zusammenhängt, das will ich nicht entscheiden, kann ich auch nicht entscheiden. Aber die Sprache, die uns hier vorliegt, ist überhaupt keine Sprache. Das ist ein vollkommen sprachloses, kunstloses Gestammel. Ich würde das überhaupt nicht mehr mit literarischen Maßstäben, kommt man dem überhaupt nicht gerecht. Ja. Wenn jetzt irgendjemand sagen würde, es ist ja ein erotischer Roman, dann muss ich leider auch einmal mit einem Zitat kommen. Ich bitte um Vergebung, ich habe es nicht auswendig gelernt. Es ist einfach zu schrecklich. Über eine erotische Begegnung wird hier gesagt, es war eine Naturgewalt, es hat uns umgehauen. Gut. Ja, oder es wird gesagt, ich wollte sie, Entschuldigung, bis zur Hirnerweichung vögeln. Also ich glaube nicht, dass das wirklich literarisch anschaulich ist, dass das irgendeine Art von Gefühl, irgendeine Art von erotischer Sprache ist. Da geht es um Mechanik. In den anderen Szenen geht es um ganz was anderes. Ich darf einen Umstand hier aufmerksam machen. Das Buch ist von Anfang an, ich weiß, Sie werden empört sein, das Wort wird Sie völlig umwerfen, von ungewöhnlicher Zartheit. Das entgeht Ihnen, Frau Löffler, die Zartheit dieses Buches. Und das Buch ist ein hocherotisches, sich steigerndes Buch, das bis auf das große, riesige Schlusskapitel zuläuft. Das Schlusskapitel, wo er mit dem wiedergekommenen Mädchen einen Ausflug da macht, irgendwo hinfährt. Das dauert ziemlich lange. Es ist eine lange Szene, bevor die ins Bett gehen. Diese Szene, die davor, ist fabelhaft geschrieben. Ich habe eine solche Liebesszene seit Jahren nicht mehr gelesen. Ja, das ist eine glänzende Szene. Verstehen Sie mich richtig? Etwas. Ich will wirklich überhaupt keinen Einspruch dagegen erheben, woran Sie sich ergötzen. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Altersfrage. Aber
ich habe schon etwas dagegen, wenn ein Autor an seinem Thema total scheitert. Und das Autor, überhaupt nicht. Der Autor ist an dem Thema, und das Thema haben wir vielleicht noch gar nicht so richtig angesprochen. Das Thema ist die Begegnung mit Madame Lamour. Diese Frau, die er als Kind gesehen hat und wieder trifft, die soll ja die Todesgöttin sein. Und wie will er jetzt dieses Pathos der Begegnung mit dem Tod eigentlich darstellen? Indem er versucht, in den Gesprächen zwischen diesen beiden Menschen eine gewisse Feierlichkeit reinzubringen. Das gibt Nein, doch das ist nichts von Feierlichkeit. Absolute Feierlichkeit. Sie verstehen jeden Satz. Pardon, darf ich mal ein Beispiel geben? Absolute Ritualisierung der Sprache, indem die beiden einander nämlich immer ansprechen, Shimamoto-san, also die feierliche oder höfliche an höfische Ansprache. Ja, das ist in Japan so üblich, hat man mir gesagt. Das kann ich nicht beurteilen. Ja, aber wenn jeder Satz zwischen den beiden mit dieser formellen Ansprache anfängt, heißt das, dass hier eine andere Sprachebene gesucht wird. Ich gebe ja zu, dass sie nicht gefunden wird, aber sie wird gesucht. Frau Löffler, würden Sie sich bitte an ein Kapitel versuchen zu erinnern, wo er mit ihr zu einer Flussmündung fährt, wo sie die Asche ihres Kindes, wenn Sie da wirklich sagen, das sei nicht wenigstens andeutungsweise die Begegnung mit dem Tod, oder wenn Sie sein erstes Verfolgen der wiedergefundenen Frau durch die Stadt, wo ein Bote zu ihm kommt, ihm einen Umschlag gibt, er soll das nicht weiter verfolgen, er erschrocken ist, wobei der Autor es wirklich genial versteht, uns in Zweifel zu lassen, ob das real oder erträumte Szenen ist. Das macht er in der Bar ganz grandios, sagt, habe ich das jetzt eben nur geträumt? Und dann sieht er den Aschenbecher, wo ihre Zigarette noch verraucht. Das sind Szenen, die ich in dieser Kunstfertigkeit lange nicht gelesen habe. Gott sei Dank bin ich nicht so vereinsamt, wie ich es schon befürchtet habe. Noch etwas, Sie sind doch immer für die Rolle der Frau in der Gesellschaft und dergleichen. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass diese ungewöhnlich zarte Frau, in die sich der Mann dann noch einmal verliebt, dass sie die ganze Macht in ihrer Hand hat. Ach, sie Lieber, dirigiert die. Diese Frau ist doch keine realistische Figur. Diese Frau ist doch ein Phantasma. Und zwar eine Männerfantasie und nichts anderes. Eine poetische Sie ist eine Männerfantasie. Ja, das habe ich gewusst. Das ist aus der Sicht der Männer. Ja, ich weiß. Gretchen und Ophelia und Madame Bovary und Anna Karenina. Also diese Dame, alles ist aus der Sicht Sie sollten, der Männer. Glaube ich, nicht immer die große Literatur herbeizitieren, wenn wir mit literarischem Fastfood zu tun haben. Nein. Also Nein. diese Dame ist eine Männerfantasie und nichts anderes. Die Frage ist nur, ob die Männerfantasie so schlecht ist oder ob es vielleicht eine poetische Fantasie ist. Eine Fantasie von großer, beachtlicher literarischer Kraft. Sie haben dafür keinen Sinn, es hat gar keinen Zweck. Wir reden alle zweimal jährlich, kommt ein Liebesroman vor und Sie sagen empört, das gehört gar nicht hierher. Ich weiß gar nicht, Sie halten die Liebe für etwas anstößig, Unanständiges, aber die Weltliteratur befasst sich nun mal mit diesem Thema. Zumindest in der amerikanischen Kritik war zu lesen, dass dies wahrscheinlich einer der nächsten Nobelpreisträger sein wird. Frau Löffler, wenn Sie zur gleichen Zeit sagen, das Buch gehört nicht ins Quartett, dann denke ich, irgendwie müssen wir uns irgendwann mal über unsere Kategorien verständigen. Nein. Ich glaube, also dieser Roman... Ja, und zwar über literarische Kategorien würde ich doch sehr herzlich bitten. Ja, da kommen wir noch dazu. Ich habe nicht gemerkt, dass ich über eine rein literarische... Nein, Sie haben mit persönlichen doch, Unterstellungen ich gearbeitet. Ich habe mit und einer Kategorie... Das finde ich absolut unfair, das geht auch nicht. Nein, das geht ich habe gesagt... Haruki Murakami, gefährliche Geliebte. Ein tatsächlich japanischer Roman. Ja, das Erste, was man sagen kann, wenn es die japanischen Namen und den japanischen Autor nicht gäbe, müsste man nicht zwangsläufig wissen, dass es ein japanischer Roman ist. Es ist ein ganz normaler Großstadtroman. Es ist ein Roman über eine erste Liebe und über eine letzte Liebe. Es ist ein Roman über einen jungen Mann, der Literatur studiert und damit nichts werden kann, der dann eine Frau kennenlernt, die einen reichen, wohl auch etwas korrupten Vater
Vater hat, der ihm ein paar Nachtlokale hinstellt, die er glänzend betreut, wunderbare Cocktails ausschenkt. Und dann passiert ihm Folgendes, er ist 37 Jahre alt, er trifft seine erste Liebe, die er mit 12 Jahren in der Schule kennengelernt hat, ein leicht hinkendes Mädchen, die er verliert, ohne sie je näher gehabt zu haben, von der aber sein Leben lang träumt, wie man von der Jugend träumt. Und in diesem Älterwerden und in diesem Gewöhnlichwerden träumt er sie sich zu einer großen Sehnsucht empor und trifft sie dann wirklich wieder. Und diese Begegnung ist auch eine Art Begegnung mit dem Tod, mit dem Chaos. Die Jugendliebe würde ihn aus dieser Ordnung rauslenken, rausschleudern. Und damit endet das Buch. Das Buch, der Autor ist über einen Chandler-Übersetzer. Und deshalb spielt das Buch auch vorwiegend in Bars mit Cocktails. Es hat diese Chandlersche Wehmut. Es ist ein Kriminalroman ohne Kriminalhandlung, weil die Kriminalmotive verlaufen alle blind ins Leere. Und es ist ein Buch, das zeigt, dass es inzwischen eine Weltkultur gibt, die in Tokio nicht anders ist als in Berlin, in New York, in Los Angeles oder Paris. Frau Löffler. Ich würde für dieses Buch, einfach für diese Sendung, einen Platzverweis aussprechen und würde sagen, das ist keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fast Food. Gut. Fast Food? Fast Food. Aha. McDonald's, aber kein Drei-Stern-Lokal. Ja, ja. Und zwar deshalb, weil die Geschichte überhaupt keine Sprache hat. Jetzt mag es sein, dass das mit der Übersetzung zusammenhängt, das will ich nicht entscheiden, kann ich auch nicht entscheiden. Aber die Sprache, die uns hier vorliegt, ist überhaupt keine Sprache. Das ist ein... Es ist eine lange Szene, bevor die ins Bett gehen. Diese Szene, die davor, ist fabelhaft geschrieben. Ich habe eine solche Liebesszene seit Jahren nicht mehr gelesen. Ja, das ist eine glänzende Szene. Verstehen Sie mich richtig, ich will wirklich überhaupt keinen Einspruch dagegen erheben, woran Sie sich ergötzen. Aber das ist wahrscheinlich auch eine Altersfrage. Aber ich habe schon etwas dagegen, wenn ein Autor an seinem Thema total scheitert. Und der Autor ist an dem Thema, und das Thema haben wir vielleicht noch gar nicht so richtig angesprochen. Das Thema ist die Begegnung mit Madame Lamour. Diese Frau, die er als Kind gesehen hat und wieder trifft, die soll ja die Todesgöttin sein. Und wie will er jetzt dieses Pathos der Begegnung mit dem Tod eigentlich darstellen? Indem er versucht, in den Gesprächen zwischen diesen beiden Menschen eine gewisse Feierlichkeit reinzubringen. Das ist nichts von Feierlichkeit. Absolute Feierlichkeit. Sie verstehen jeden Satz. Pardon, darf ich mal ein Beispiel geben? Absolute Ritualisierung der Sprache, indem die beiden einander nämlich immer ansprechen, Shimamoto-san, also die feierliche oder höfliche Ansprache. Ja, das ist in Japan so üblich, hat man mir gesagt. Das kann ich nicht beurteilen. Ja, aber wenn jeder Satz zwischen den beiden mit dieser formellen Ansprache anfängt, heißt das, dass hier vollkommen sprachloses, kunstloses Gestammel, ich würde das überhaupt nicht mehr mit literarischen Maßstäben, kommt man dem überhaupt nicht gerecht. Ja. Wenn Sie jetzt sagen, oder wenn jetzt irgendjemand sagen würde, das ist ja ein erotischer Roman, dann muss ich leider auch einmal mit einem Zitat kommen, ich bitte um Vergebung, ich habe es nicht auswendig gelernt, es ist einfach zu schrecklich. Über eine erotische Begegnung wird hier gesagt, es war eine Naturgewalt, es hat uns umgehauen. Gut. Ja, oder es wird gesagt, ich wollte sie, Entschuldigung, bis zur Hirnerweichung vögeln. Also ich glaube nicht, dass das wirklich literarisch anschaulich ist, dass das irgendeine Art von Gefühl, Art von erotischer Sprache ist. Da geht es um Mechanik. In den anderen Szenen geht es um ganz was anderes. Ich darf einen Umstand hier aufmerksam machen. Das Buch ist von Anfang an, ich weiß, Sie werden empört sein, das Wort wird Sie völlig umwerfen, von ungewöhnlicher Zartheit. Das entgeht Ihnen, Frau Löffler, die Zartheit dieses Buches. Und das Buch ist ein hocherotisches, sich steigerndes Buch, das bis auf das große, riesige Schlusskapitel zuläuft. Das Schlusskapitel, wo er mit dem wiedergekommenen Mädchen
einen Ausflug da macht, irgendwo hinfährt und bis, das dauert ziemlich lange. Eine andere Sprachebene gesucht wird. Ich gebe ja zu, dass sie nicht gefunden wird, aber sie wird gesucht. Frau Löffler, würden Sie sich bitte an ein Kapitel versuchen zu erinnern, wo er mit ihr zu einer Flussmündung fährt, wo sie die Asche ihres Kindes, wenn Sie da wirklich sagen, das sei nicht wenigstens andeutungsweise die Begegnung mit dem Tod, oder wenn Sie sein erstes Verfolgen der wiedergefundenen Frau durch die Stadt, wo ein Bote zu ihm kommt, ihm einen Umschlag gibt, er soll das nicht weiter verfolgen, er erschrocken ist, wobei der Autor es wirklich genial versteht, uns in Zweifel zu lassen, ob das real oder erträumte Szenen ist. Das macht er in der Bar ganz grandios, sagt, habe ich das jetzt eben nur geträumt? Und dann sieht er den Aschenbecher, wo ihre Zigarette noch verraucht. Das sind Szenen, die ich in dieser Kunstfertigkeit lange nicht gelesen habe. Gott sei Dank bin ich nicht so vereinsamt, wie ich es schon befürchtet habe. Noch etwas, Sie sind doch immer für die Rolle der Frau in der Gesellschaft und dergleichen. Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass diese ungewöhnlich zarte Frau, in die sich der Mann dann noch einmal verliebt, dass sie die ganze Macht in ihrer Hand hat. Ach, sie dirigiert ihn. Diese Frau ist doch keine realistische Figur. Diese Frau ist doch ein Phantasma. Und zwar eine Männerfantasie und nichts anderes. Eine poetische sie ist eine Männerfantasie.